Wir kommen zum letzten Kampf des heutigen Abends. Professional MMA, 3x5 Minuten. Wir rufen auf in die blaue Ecke, eingewogen mit 61 Kilo, 40 Jahre jung. Kampfrekord 21-12 Siege. Heißen Sie willkommen, Benvenidos Ramon Martinez! Ramon Martinez! Hier kommt sein Gegner in der roten Ecke, 32 Jahre jung. Kampfrekord 25, 16 Siege. Er vom MMA Hamburg. Heißt Sie willkommen, Dimitar Costa! Professional bei den Männern, 3x5 Minuten. So, und jetzt kommen wir zum Main Event des Abends. Ein wirklicher Kracherkampf hier. Wir haben hier Dimitar Kostov in der roten Ecke, amtierender GFC. Round one. Doppel-Champion im Fliegen- und im Bantamgewicht. Und ihm gegenüber Ramon Cabeza Martinez aus der blauen Ecke. Ui, wirklich eine krachende Linke direkt von Kostov. Direkt explodiert. Also die zwei sind sehr, sehr schnell. Das ist hier ein 61 Kilo Bantam-Gewicht-Matchup. Also da sollte man definitiv nicht blinzeln. Ja, Martinez hier schön am Feinten, faked hier viele Sachen, bringt Kostov zum Bewegen. Ja, Kostov zuletzt 2 Siege in Folge bei GMC, 35 und 37. Er hat 6 Siege durch K.O. und 2 Siege durch Submission. Also ein guter Striker, 16 und 9 ist er, schon viel Erfahrung gesammelt, 25 Profikämpfe, während Ramon Martinez der ältere Mann ist, er ist 40 Jahre alt, aber auch schon 12 und 9, also 21 Profikämpfe, hat zuletzt bei Octagon MMA gekämpft, da verloren durch Rear Naked Choke, hat aber schon 5 K.O.-Siege und auch 4 durch Submission, also ein Allrounder eher. Man sieht auch im Stand hier, schenken die beiden sich nichts, also es sind 2 erfahrene Profis. Die tasten sich natürlich jetzt ab. Ne? Da kann jede falsche Bewegung direkt den Kampf beenden. Also wenn man sich da die Blöße gibt und eine Chance zum Auskontern gibt, zum Beispiel so wie gerade. Ne? Da hat Kostov mit einem harten Schlag Ramon Martinez getroffen.
Hat geklingelt, da hat Ramon Martinez auch schon einmal den Nacken ausgeschüttelt. Ja, und auch die Low-Kicks hier, die Brettern, also die hört man durch die ganze Halle. Ne? Man muss auch sehen, die beiden stehen sehr weit auseinander, aber diese Distanz, die wird so schnell überbrückt. Ne? Das geht verdammt schnell. Auch Ramon Martinez mit langen Armen, also der hat eine große Reichweite, ist auch 1,65, aber Dimitar Kostov auch nur 1,63, also da ist nur 2 cm Unterschied, also an sich kein großer Größenunterschied. Allerdings sieht es danach aus, als ob Ramon Martinez da einen leichten Längenvorteil hat. Und Kostov geht auch eher in diesen Schwingerbereich. Ne? Also er geht rein, schwingt dann in der Nahdistanz, versucht da eher durch Haken und durch Overhands Erfolg zu erzielen. Da, und eine schöne rechte, die da getroffen hat. Also zweimal rechts geschwungen, die zweite hat connected. Jetzt auch einen schönen linken Low-Kick. Und es ist unglaublich, was die Männer hier an Distanz im Käfig machen. Also die bewegen sich durch den ganzen Käfig, sind durchgehend hier am Circle. Ein schöner Spinning Backkick von Martinez, der allerdings nicht ganz getroffen hat. Also da konnte Kostov gut ausweichen. Und ein Superman Punch mit einem gefolgten Bodykick, sehr, sehr stark. Ja, der Coach von Kostov sagt auch, bleibt wach. Also hier, es kann so schnell gehen. Also Martinez sehr, sehr explosiv, Kostov allerdings genauso. Also da könnten beide sehr, sehr schnell hier einen Finish erzielen. Deswegen sind die beiden auch so vorsichtig. Also da kann wirklich jederzeit alles passieren. Bisher hat auch noch keiner versucht, irgendwie hier den Clinch oder einen Takedown anzubringen. Also die beiden scheinen sich ein wenig geeinigt zu haben, hier zu striken. Jetzt ein bisschen mehr als zwei Minuten noch. Spinning Backkick, der wieder nicht angekommen ist. Also Martinez auch mit wilden Techniken hier, die sehr, sehr schnell, aber auch präzise ausgeführt werden. Aber Kostov kann da immer noch bisher gut ausweichen. Ist hier rangegangen mit einem Uppercut. Und bewegt sich auf der Außenbahn sehr, sehr viel. Also Kostov zirkelt hier auf der Außenbahn die ganze Zeit. Macht es dadurch aber für Martinez natürlich auch sehr, sehr schwer, ihn zu treffen. Also er ist die ganze Zeit in Bewegung, bietet kein stationäres Ziel. Viel am Feinten, ein schöner Front-Headkick, also ein schöner Headkick mit dem vorderen Bein ausgeführt da gerade. Ui, und ein gesprungener Bodykick von Ramon Martinez. Bisschen weniger als eine Minute nur noch. Oh. Da ist eine kurze Linke angekommen von Martinez. Ja, und der Trainer von Kostov sagt auch keine Schlägerei mit Kopf. Ne? Also die beiden arbeiten hier bisher auch sehr technisch. Es kommt dann immer schnell zu explosiven Schlagabtäuschen, die dann aber sich auch schnell wieder lösen. Und dann wird wieder in der Distanz gearbeitet, ne? Mit Feints, mit viel Bewegung. Spinning Backkick und Körperkick wieder, und da hat die Linke von Ramon Martinez eingeschlagen, und da geht der Schiedsrichter auch dazwischen. Das ist der TKO von Ramon Martinez. Er ist zu Boden gegangen, die Linke hat eingeschlagen, und das war's. Und der TKO-Sieg von Ramon Martinez, der hier durch das Octagon einen Siegestanz macht. Der Mann aus dem Sayato Gym in Berlin konnte hier in den letzten 10 Sekunden kurz vor Schluss den Sack zumachen. Was ein Finish. Und Ramon Martinez ist am Feiern, macht hier noch ein paar Spinning Heel Kicks im Käfig. Dimitar Kostov ein wenig außer sich, gibt es wohl Diskussionen wegen dem Finish. Allerdings ist er da ganz klar gefallen. Und Ramon Martinez hat auch hinterhergesetzt, also das ist ein legitimer TKO-Sieg. Auch wenn das natürlich enttäuschend ist für den Kämpfer aus Hamburg. Aber so schnell kann das gehen im MMA. Kämpfer Fighters!
So, meine Damen und Herren, nochmal Applaus für beide Kämpfer. Sieger Runde 1, 4 Minuten 55 durch K.O. In der blauen Ecke, Ramon Martinez. So, y muy bien, ¿y tú? Bien, super bien, bien feliz, contento. Felicitación para ti, pelao. Thank you very much, so, danke schön. Gut, ich bin glücklich. Estoy feliz por el mitarbeiten mit Finn, Sayato, Puyam, Maxe, alles Leute. Guten Training, viele Zeit trainiere ich, aber danke schön. Vale, vale, tú eres un luchador muy agresivo, ¿sí? Sí, solo necesito calentar un poquito más, subir un poquito más el tiempo, pero sí voy subiendo poco a poco la agresividad y después entonces. Er sagt auch, dass er seine Aggressivität sozusagen step by step erhöht hat und deswegen auch wirklich noch sehr froh ist, dass er hier kämpfen konnte. Danke. Danke, danke schön, danke. Großen Applaus nochmal. Vielen Dank, Leute, vielen Dank. Mein Deutsch ist ein bisschen not very much, aber das ist okay. Vielen Dank mit kommen in die Evento und na, gute Nacht. Buenas noches y hasta la próxima. Ja, viel Essen, wir alle Party. Danke. Ha! Dankeschön. Muchas gracias. Hacemos la Party. Ahora, muchas gracias.